Servus Leute, in der letzten Folge haben wir hier mit dem Motocross bisschen Action gemacht. Haben rausgefunden, dass wir die neue Live Extreme Series Episode noch gar nicht fahren können. Und in dieser Folge geht es daran, dass wir unseren Jet Sprint. Ach, ich lasse das lieber, scheiße. Jet Sprint. Ach, nein, dass wir uns an eine neue Disziplin machen. Oh, ey, dafür bin ich hier echt zu langsam, oder? Ich will das jetzt schaffen. Ja, dass wir uns daran machen, dass wir den dann eben auch fahren können. In der Live Extreme Series, weil dazu brauchen wir dieses Fahrzeug noch. Mal schauen, wie sich das so fährt. Wenn es sich so wie das Boot fährt, was ich ja bezweifle, weil so ein Fahrzeug ja viel kleiner ist. Ich habe so Angst, dass das Handling nicht so geil wird, aber wir schauen mal. Vielleicht wird es ja ganz cool. Ja. Ich glaube, das kann man hier einfach nicht machen. Ich lasse es jetzt auch, bevor es noch peinlicher für mich wird. Also, dazu gehen wir einmal ans Freestyle HQ und schauen, was wir da so machen können. So, hier haben wir ja. Okay. Fahren wir erstmal Probe, oder? Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Also geradeaus fahren geht, rechts und vielleicht sieht man das. Ah, nein, ich bezweifle mal. Das ist sogar. Ja. Genau. Wir müssen so oder so machen von dem her. Ich würde sagen, wir machen in dieser Folge einfach, kaufen wir uns das jetzt, machen zwei Rennen und nächste Folge kommt dann die Live Extreme Series Episode 3. Und wir können hier wieder sitzen. Was? Ja. Genau, eine Hupe bei so einem Kackding, weil auf dem Wasser auch so oft Stau ist. Auswählen. Oh, es gibt. Ja, genau. Der schaut ja mal einfach. Da könnte ich mir gleich ein besseres kaufen. Ich will dafür jetzt nicht so viel Geld raushauen. Deswegen. Ey, grün ist schon geil. Ich will Felgen aber ändern. Sonst kaufen wir uns wieder von den Sachen. Hier neue Aktivitäten. Wow. Oh yeah. So. Da wir jetzt hier unten und so überall schon so oft fahren, würde ich sagen, wir machen hier oben mal was. Mal schauen, wie es da oben so ausschaut. Oh. Ich erkläre dir nochmal die Jet Sprint Boote. Sie haben keine Propeller und einen flachen Boden. Mit genug Schwung kannst du also eine Abkürzung nehmen und über kurze Landstücke hüpfen. Und das musst du wissen, wenn du Rekorde schlagen willst. Oh. Okay, das. Oh, what the fuck? Hier schaut's aber geil aus. Oh, what the fuck? Ist ja übelst geil. Ich werde eh so aufs Maul kriegen. Ach man, fährt hier ohne andere, das ist ja. Okay, das freut mich ja wieder. Ah. What the fuck? Das schaut ja so geil hier aus. Nein! Oh. Oh, wow. Da war ich wohl etwas zu geflasht. In dieser Höhle. Okay, also diese Steuerung von dem Ding ist echt nicht so geil. Jo, ja klar. Ja, wahrscheinlich. Komme ich jetzt hier über so Landstücke? Ja, komme ich sogar, aber wird halt verdammt langsam. Ja, ich glaube, das darf ich nochmal starten. Oder? Wir schauen mal. Oder ich komme noch ein bisschen ran. Ja, okay. Das war's. Ich starte neu. Ja, wird's vielleicht in der Folge doch nur eine Rennen. Ah, da freue ich mich schon überhaupt nicht auf die Live-Extreme-Series.
Aber diese Höhle hier taugt mir übelst. Kommen wir jetzt am besten hier nicht gegen die Höhlen, die Wand rasen. Aber jetzt aber nicht mehr so dunkel wie gerade, oder? Gerade war doch von vom Wetter her dunkler. Und da wird dann später auf alle Fälle noch ein Bild gemacht. Ach, zum Glück. Aber ich glaube mal, die großen Bäume haben Kollisionen, deswegen will ich es da erst gleich ausprobieren, dagegen zu fahren. Jetzt lass bloß nicht nach. Das ist nicht mal beabsichtigt, dass ich da drüber fahren will, aber die Steuerung ist so kacke, da bleibt mir nichts anderes übrig. Okay, sie ist jetzt auch nicht so kacke. Ich denke mal, so ein Boot wird sich in echt nicht viel besser handeln lassen. Aber ich komme halt damit nicht so wirklich klar. Ja. What the fuck, ey? What the fuck? Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Geht lang. Oh, zum Glück schon Hälfte, schon geschafft. Wieder in die Höhle. Ach, es ist Rundkurs. Ach so. Aber irgendwie taugen mir die Rennen. Ich weiß auch nicht, weil das hier so alles so geil ausschaut. Und mit dem Handling komme ich ein bisschen klar hier. Ich würde es nicht sagen mega gut, aber ein bisschen. Nein. Der Sonier schaut auch schön aus. Schade, dass mein Rennen keine Fotos machen kann. In Online-Rennen oder so verstehe ich es ja. Auch wenn man es ja nicht umsetzen könnte, so wie halt im Online-Modus oder was heißt Online-Modus, wie sonst im normalen Modus, auch dass halt nur du stehen bleibst. Aber so hier wäre schon schön ein paar Bilder, aber dann würdest du das Rennen halt nicht schaffen. Wenn andere mitspielen. Natürlich, wenn du alleine spielst, dann finde ich es eh schade, dass es nicht einen wirklichen Einzelspieler-Modus gibt. Hä, das war doch eigentlich gar nicht so schlecht hier. Echt, das ging jetzt sogar voll, nachdem ich mich hier bis halt eingefahren habe. Ich will hier nur ein Bild von dieser Höhle machen. Bei Nacht allerdings. So. Einfach für Thumbnail. Oh nein, jetzt ist wieder dieser 3 Stunden lange Ladescreen. Naja, der hilft dir immer, dass du gut trinkst. So. Einmal weg aus dann. Gehen hier nicht die Oh, besser ist es, dass die hier angehen. Ich find's auch geil, wie weit man hier mit dieser Kamera weg kann. So, passt. Danke Leute fürs Warten, aber ich meine, ich bleibt auch nichts anderes übrig. Okay, dann fahren wir noch einen Jet. Sprint, Rennen. Wo haben wir denn noch eins? Jetzt erkennt man hier schon wieder kaum was. Da unten ist keins. Dann nehmen wir doch das hier. Oh, in Las Vegas, das kann was werden. Das kann was werden hier unten. Hey, die Sounds sind aber geil, oder? Es heißt, was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Aber wir haben dort ein Rennen vor uns. Ach du Scheiße. Jeder wird davon erfahren. Da, wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen. Nur Kanäle, Becken. Und vielleicht unterwegs noch ein paar Schwimmbäder. Warum nicht? Das ist ganz groß. Es ist das erste Rennen hier. Ein Bootsrennen mitten in der Wüste. Die Idee ist verrückt, aber genau deshalb funktioniert es. Und als nächstes machen sie ein Flugrennen auf dem Strip.
Nee, das wird es nicht geben. Wollt ihr mich verarschen? Kleinere Kanäle konnte man sich nicht aussuchen. Oh nee, und jetzt sind hier noch andere. Lass uns daraus ein großartiges Rennen machen. Ja, wenn ich gewinnen will, so ein großartig. Ah, was ist denn das hier? Ach du Kacke. Oh wow. Das ist, ja, generell ist es krass, was man hier in Las Vegas alles in der Wüste gebaut hat. Ja gut, Dubai finde ich noch krasser, was man da in der Wüste gebaut hat. Verrätst du mir, warum wir ein Bootsrennen in der Wüste veranstalten? Ja. Las Vegas ist ja noch mal krasser. Ja, ich war auch in echt noch nie in Las Vegas. Generell noch nie in der USA, wie schon mal gesagt. Das ist ja echt krass. Ah. Schon geil. Kann man schon nichts sagen. Nein, du gehst nicht vor mich. Ich bleib zwar da, am liebsten nur Erster, aber das wird nämlich nichts mehr. Oder zwar. Ah, wir haben jetzt erst die Hälfte. Ach, das ist wieder Rundkurs. Ach so. Gib Gas, komm. Ja, genau. Schaut schon höher. Also The Crew bei Tag mit so Sonnenschein schaut einfach schön aus. Kannst sagen, was du willst. Das ist richtig gut ausschaut teilweise. Leider auf der Xbox nicht so gut wie am PC. Jetzt wird es Zeit, vollen Einsatz zu bringen. Aber trotzdem wurscht. Schaut trotzdem noch gut aus. Für alle, die sich fragen, Forza Horizon 4 werde ich mir für den PC kaufen. Auch wenn ein paar Kumpels von mir damit schlechte Erfahrungen am PC gemacht haben, weil Microsoft Server richtig scheiße sein soll. Aber mal schauen. Ich will nämlich da echt schöne Grafik haben und da ist ja Play Anywhere, das kann ich dann noch mit meinen Leuten hier von der Xbox zusammensprühen. In dem hier passt das. Es war ja der Grund, warum ich mir die Crew 2 auf der Xbox gekauft habe. Krieg ich keine Beute? Wollt ihr mich verarschen? Als ob ich hier keine Beute habe. Machen wir doch noch ein Foto, Schnee. So als verabschiedendes Foto. Weil mit dieser schönen Aussicht hier würde ich sagen, wir sehen uns alle in der nächsten Folge von The Crew 2, wo wir uns der Live Extreme Series Episode 3 ein bisschen vertraut machen und das einfach mal spielen. Mal schauen, wie viele Versuche wir dieses Mal brauchen. Danke fürs Zuschauen, Leute. Haut's rein. Ciao. Servus.